Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Eine Minute hat es leider gedauert, bis die Technik mitspielen wollte, aber nun 8.31 Uhr und wir legen los. Mein Name ist Roman Kotianski, bin Mitarbeiter von Admiral Markets. Herzlich willkommen zum Guten Morgen DAX Index Webinar. Auf Ihren Bildschirmen zunächst die obligatorische Folie, Risikohinweis, Devisen und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bleibt auch ein paar Sekündchen auf den Bildschirmen bestehen. In der Zeit darf sich der eine oder der andere noch einloggen. Man darf sich mit dem Text sich vertraut machen. Sehr wichtig, bei den Webinaren von Admiral Markets geht es nicht darum, etwas nachzutraden. Machen Sie gerne mit, auch interaktiv, geben Sie Ihre Wünsche, Ihre Fragen über die Tastatur ein. Aber wenn Sie dann etwas ausprobieren wollen, dann selbstverständlich zunächst auf einem Demokonto. Und ich begrüße unseren Moderator, Heiko Behrendt. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen da draußen an den Bildschirmen, ihr. Ich habe gesehen, dass deine Technik scheinbar auch etwas länger gebraucht hat. Ja, der Rechner hat ein bisschen überlegt Siehst du, heute. die waren sich aber einig. Genau. Ja, wunderschönen guten Morgen hier auf meinen Desk. Nochmal willkommen. Das ganz kurz, was ihr hier seht, ist der Rückblick, das Video von Admiral Markets und man sieht es ganz rechts, steht es Szenario 1, Montag gleich Schodentag. Da lag ich ja mal gar nicht so verkehrt. Auch hier nochmal ganz kurz der Link, wer sich die ganze Serie immer anschauen mag. Ich habe da auf meinem YouTube-Channel eine Rubrik eingerichtet, unter der man das sich nachfolgend jetzt die ganzen Ausblicke sozusagen anschauen kann, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Gut, kommen wir ganz kurz zu unserem DAX im 5-Minuten-Chart nochmal als Rückblick. Und da sieht man jetzt den Montag, so jetzt sieht man den Montag, dass da gar nichts mehr passiert ist am Montag. Also das ist der Montag, das Pendeln um die besagte 11.400er Marke drumherum. Wir sehen das sehr, sehr gut. Hat eigentlich relativ gut geklappt. Dann am Dienstag hatten wir tendenziell auch ja, wenig Volumen im Markt. Und auch hier sieht man bereits, die Märkte sind im Allgemeinen im Weihnachtsmodus, was für unseren Ausblick für heute auch wichtig wird. Ich kopiere den Ausblick und Rückblick erstmal hier wieder rein. Strg C, Strg V für alle. Check. Check. Und die Szenarien. Gut. Die Szenarien als solches braucht ihr euch noch nicht durchlesen, denn die gehen wir ja dann gemeinsam durch, die Szenarien. Ja. Gut, bevor wir aber ins Detail gehen, in die Szenarien, erstmal der Überblick, wie immer, auf Tages- und Wochenebene. Das heißt, man sieht jetzt wieder rechts den Wochenchart. Und wenn ich ihn kriege, da den Tagesschart. Okay. Ja, bis jetzt zur Wochenmitte hin sieht das ganze Thema im Wochenchart noch ganz gut aus. Das heißt, tendenziell gehen wir etwas höher. Wir liegen über ober oder oberhalb der 11.431 Punkte Marke. Das ist ja der letzte Lokal, das letzte lokale Hoch. Ja, und wie fast vermutet, ist das jetzt kein so wichtiger Punkt. Es ist nur ein wichtiger Punkt im Sinne der Chart- oder Markttechnik. Es ist ein möglicher horizontaler Widerstand, aber aufgrund der langen Dauer gehe ich davon aus, dass dieser Punkt nicht so die Wichtigkeit hat. Man merkt es durchaus auch. Auf der einen Seite merkt man aber auch, dass auf der Unterseite geht nichts nach unten, nach oben geht auch nicht wirklich was. Und wie ich es ja auch geschrieben habe, die Börsen sind gefühlt in der besinnlichen Zeit angekommen. Wenig Volumen, geringe Volatilität. Gestern an der US-Börse bin ich ja fast vom Glauben abgefallen, wie wenig da gehandelt wurde. Da wurde zur Haupthandelzeit teilweise so wenig gehandelt wie sonst in der Vorbörse oder Nachbörse. Und da bin ich schon echt schockiert gewesen, denn das zeigt einfach, dass kein Marktteilnehmer mehr am Markt ist.
Ansonsten auch vom Montag aus gesehen, ich habe das auf der linken Seite im Tageschart markiert. Das war der grüne obere Bereich, war der Rücksetzerbereich, den ich anvisiert hatte maximal. Wir sehen aber weiterhin extrem sauber das Anziehen des Marktes. Das heißt, jeglicher Rücksetzer wird im Endeffekt gekauft, was dazu führt, dass wir auch seit Freitag weiterhin im Modus steigende Tiefs, steigende Hochs nach oben laufen, auch wenn es im Intraday-Geschehen nicht so schön ist, aber ja, unter geringer Volatilität passiert das nun mal, dass der Markt halt immer ja zwar neue Hochs ausbildet, aber genau an dem Hoch, wo man eventuell mehr Action erwartet, kommt am Ende denn nicht wirklich was nach. Liegt daran, dass man halt auch in die Hochs hinein verkauft und nicht am Hoch nochmal neue Positionen aufbaut. Größere Marktteilnehmer fehlen einfach, um am Ende den Markt deutlich nach oben zu ziehen. Das heißt, vom Tages- und Wochenausblick, dass ich eigentlich das vom Montag drinnen gelassen habe, denn es gibt nichts zu verändern. 11.000. Denn wir sind auf Wochenbasis bullish, auf Tagesbasis ebenso. Rücksetzer sind einzukalkulieren. Wirkliche Verkäufe gibt es nicht. Wichtig, es gibt keinen, der verkauft. Es gibt halt nur aktuell wenig, die kaufen. Heißt, solange das Spiel so ist, wie es ist, muss man einfach akzeptieren, dass der Trend your friend ist und nicht dein Feind. Das heißt, entweder ich trade zu einem Jahreshoch hin oder von einem neuen Jahreshoch kurz weg, aber nicht zu tief auf fallende Kurse setzen. Wenn der Markt mal eine Umkehr macht, dann wird er ein, zwei Tage fallen oder einmal fallen, dann nochmal anziehen, kein neues Hoch ausbilden und dann fallen. Dann haben wir die Chance, auch eventuell eine Korrektur zu sehen, was denn wirklich auch eine Korrektur ist, also was ich auch Korrektur nennen darf, das heißt die Korrektur über den Preis. Und solange das nicht ist, macht es keinen Sinn, so gern man es auch mag und der Meinung ist, dass der Markt viel zu hoch ist und der Markt fallen müsste, er wird es nicht machen. Also das heißt, nicht unbedingt gegen diese Bewegung stellen. Von der Terminseite haben wir heute auch nicht viel zu erwarten. Ja, Punkt 10 Uhr, nächstes Event mit mir. Ansonsten haben wir nur 16 Uhr Verkauf bestehender Häuser. Bestehender Häuser. Und 16:30 Uhr ist Rohöl-Lagerbestände, die aber ja, jeden Mittwoch um die Uhrzeit rauskommen. Gut, also halten wir fest. Tagesbasis, Wochenbasis, Trend ist intakt. Solange wir aktuell, man kann es eventuell noch anpassen, nicht das Tief vom Montag oder das Tief vom Dienstag unterschreiten oder das Hoch vom Donnerstag, die liegen beide nah beieinander. Also das Tageshoch vom Donnerstag ist gleichzeitig auch das Tief von gestern. So ziemlich mit der Vorbörse nimmt man nur den Handel bis von 8 Uhr bis 22 Uhr, dann ist das Tief bei 11.405. Das heißt, solange die 11.400 nicht wirklich unterschritten werden, ist das Ding definitiv trendtechnisch intakt. Punkt. So. Gefällt mir auch nicht, aber was mir gefällt oder uns gefällt, ist zweitrangig. Ja. Meinem Langfristdepot gefällt es, ja, für mein kurzfristiges Trading gefällt es mir aktuell nicht, die Marktphase. Gut, gehen wir direkt runter in den 5-Minuten-Chart und versuchen uns die Szenarien auf Grundlage des Spiels, also wenn man das dieses ganze Ping-Pong hin und her mal so ein bisschen als Spiel sieht, lassen sich eigentlich auch ganz gute Marken ableiten. Wichtig, und das ist allgemein hier auch beschrieben, wenig Volumen bedeutet wenig Bewegung, bedeutet vorwiegend hin und her auf unterschiedlichen Preisbereichen. Das heißt, der Markt schwankt zwar, ich zeichne es mal ganz kurz. Der Markt geht also eventuell tendenziell nach oben, aber es kann halt sein, dass der Markt hier seitwärts läuft, dann kommt mal eine lange Bewegung, dann kommt wieder ein Rücksetzer, dann bildet sich da wieder eine neue Range auf höherem Niveau.
Ja, und vielleicht nochmal ein kurzer Peak ist da nach unten, dann geht es wieder hoch und dann bildet er wieder eine neue Range. Tendenziell über den Tag in Summe gesehen bewegt sich der Markt von unten nach oben. Aber das am Ende entsteht die Bewegung nur aufgrund von ein, zwei, 5 Minuten Kerzen teilweise und der Rest ist rumgependelt. Ja. Das ist wichtig, dass man das als solches erkennt. Und wir haben das am Montag gesehen. Ja, da sieht man die unterschiedlichen Levels, wie stark die 5-Minuten-Kerzen ineinander verschachtelt sind. Wenn ich hier nochmal den 5-Minuten-Chart hier aufmache, da sehen wir fast jede 5-Minuten-Kerze ist in der anderen 5-Minuten-Kerze verschachtelt und die Bewegung entstehen durch ja, ein paar 5-Minuten-Kerzen und in Summe tendenziell minimal geht der Markt hier nach oben. Also die so schräge blaue Linie, geht der Markt tendenziell nach oben, zwischendrin nochmal ein Abschlag. Das ist wichtig zu sehen. Gut, gestern auch, wenn man jetzt mal das hernimmt, oder ich zeichne es mal anders ein. Am Ende, wenn man den gestrigen Tag nochmal hernimmt und sich das anschaut, also früh, das ist die eine Bewegung. Und bis der Markt wieder dieses Hoch hier überschreitet, die morgendliche Range und den starken Rücksetzer, bis er das wieder überschreitet, vergehen am Ende erstmal ja, gute 4 Stunden. Also 4 Stunden später ist er dann wieder am Hoch. Am Hoch geht er für 5 Minuten durch und auch nach dieser einen 5-Minuten-Kerze kommt es direkt zu einer weiteren Konsolidierung, die wieder ein paar Stunden dauert, bevor der Markt nochmal sein neues Jahreshoch macht. Ja, das heißt, auch hier sehen wir wieder eine Konsolidierung über 30, 5-Minuten-Kerzen. Und ja, und dann kommt wieder die Bewegung und auch da wieder nach dem neuen Hoch, ja, auch hier wieder nach dem neuen Jahreshoch wird abverkauft. Und diese Tendenz sollte, solange der Markt wenig Volumen hat, heute ebenfalls beibehalten werden. Heißt mehr oder weniger hin und her Gediller. Warum? Es gibt keine großen Marktteilnehmer. Man versucht mit solchen Bewegungen die Marktteilnehmer anzufixen, das heißt irgendjemanden zu aktivieren, dass er vielleicht doch eine Order aufgeben muss oder gezwungen ist und wenn das nicht passiert, dann fällt der Markt wieder so zurück. Am Ende haben wir gestern auch hier einen Markt gesehen, der sozusagen so nach oben geht. Und so einen Markt trade ich entweder, und davon kann ich heute schon mal ausgehen, wahrscheinlich trade ich entweder long, also kann man von beiden Seiten relativ gut handeln, also long entweder von tiefen Kursen in die Hochs hinein, in die Hochs hinein, in die Hochs hinein, in die Hochs hinein. Das heißt, ich nehme hier oben immer Gewinne mit, also immer am neuen Hoch Gewinne mitnehmen, immer am neuen Hoch Gewinne mitnehmen, am neuen Hoch hier oben Gewinne mitnehmen, so. Oder ich trade es halt anders von der anderen Seite, die Short-Seite. Das heißt, sobald der Markt unter sein Tief fällt, versuche ich den Short zu handeln. Muss aber gucken, solange das letzte Tief hält, wird da nicht viel passieren. Das heißt, ich nehme hier die Gewinne relativ schnell mit. So, das sind die Ansätze, die ich heute handeln kann, wenn überhaupt. Gut. Okay, das heißt, tendenziell gehe ich davon aus, dass keine starke Bewegung stattfindet, aber ganz klar ist, eine starke Bewegung kann nur kommen, sobald ein größerer Marktteilnehmer auf den Markt trifft. Aber ganz ehrlich, ihr müsst euch überlegen, wenn ihr ein großer Player seid und ihr trefft auf den Markt und zieht euch selbst das Volumen oder selbst den Markt weg, ist das halt tendenziell völlig behämmert. Das heißt, ihr werdet vielleicht gar keine Aktivitäten mehr starten für dieses Jahr und sozusagen die Jahresendrallye eintüten und fertig. Ja. Der Markt hat sich um die 10% bewegt, vom Tief aus gesehen im 4. Quartal. Und wenn man da dem Mandanten auf Jahressicht dann 3, 4, 5% Performance zeigen kann, ist das völlig okay für dieses Jahr, für das verkorkste Jahr. Gut,
Das heißt, meine Szenarien für heute sind, der Markt macht Szenario 1, der Markt schafft ein neues Jahreshoch. Das heißt, er muss hier oben aktuell den Point of Control, der liegt bei 11.456, den müssen wir in der Kassaöffnung wegmachen. Dann geht es hoch zum Gap Close vom Xetra DAX, welches bei 11.465 liegt. Darüber bei 11.466 liegt das Hoch der Value Area, wo 70% des gesamten Handelsvolumens abgehandelt wurden. Und dann kommt noch dieser Spike, dennoch das Tageshoch oder das Jahreshoch von gestern gleich bei 11.471 Punkte. Sollten hier wieder Käufer dran sein, kann der Markt durchaus von mir aus Richtung 11.500 in der prozyklischen Variante gehen. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier halt immer nur knapp aufs neue Jahreshoch steigen und dann wieder nach unten fallen. Das ist meine Tendenz. Solange wir unterhalb des Point of Controls oder solange wir das Xetra Gap nicht geschlossen haben oder solange nach dem Xetra Gap keine neuen Käufer kommen und man der Meinung ist, dass dieser Preisbereich, warum auch immer, zwischen 11.000, also um 11.466 zu hoch ist und man auf dem hohen Niveau keine neuen Käufer findet oder eher Verkäufer findet. Man muss ja immer sehen, ein Käufer möchte an einem Hoch verkaufen, weshalb es durchaus passieren kann, dass auch an diesem Hoch eher der Markt wieder fällt. Ja, also ein Käufer möchte ja tendenziell tief einkaufen, hoch verkaufen. Und hoch kaufen und noch höher verkaufen funktioniert nur, wenn die Masse da ist. Wenn die Masse nicht da ist, funktioniert das einfach nicht, weil dann kaufe ich hoch, hoffe, dass jemand noch höher noch höher auch einsteigt und kommt dort keiner nach. Da muss ich meine Position schnell schließen, weshalb wir denn da gleich im Szenario 2 sind, was heute für mich so ein bisschen aufgrund der Marktstruktur so ein bisschen einen Vorrang hat, sofern wir sofern wir am Jahreshoch nicht deutlich kaufen. Das bedeutet, ich achte sehr genau auf die Struktur und sehe ich das, was ich bereits euch gerade eben auf den Dienstag übertragen habe in dem heutigen Handel, dann würde ich davon ausgehen, dass Szenario 2 heute die bessere Alternative ist. Das heißt, nahe den Jahreshochs wirkt der Bereich 11.465, 66 bis zum gestrigen Tageshoch eher als Widerstand. Das heißt, wir finden auf hohen Niveaus keine Käufer mehr. Wir gehen wieder nach dem Gap Close in Xetra, gehen wir wieder zurück auf den Point of Control, weshalb wir wieder in Range sind, und in der Range bedeutet es dann normalerweise, wir testen das Tageshoch vom Freitag bei 11.451 und finden irgendwo dann wieder Käufer und dann zieht der Markt wieder an den Point of Control von gestern und dann gibt es dieses Rumgependel wieder. Aber wichtig, im Idealfall sehen wir gar kein neues Jahreshoch heute, das ist Szenario 2, also nahe den Jahreshochs wirkt der Bereich 11.465 als Widerstand, es wird in das Hoch verkauft oder es gibt keine weiteren Käufer, weshalb die Positionen schnell geschlossen werden und es nach unten geht. Wenn sich das Ganze nach unten ein bisschen aufdröseln sollte, das heißt, der Druck eventuell ein bisschen größer ist oder es auf nicht sofort nach 20, 30 Punkten Käufer anfangen, das Teil aufzufangen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir in Richtung 11.430 gehen. 11.430 ist das Tageshoch vom, wo ist denn das jetzt verrutscht? Halt, 11.4, so, hier muss es hin, ist verrutscht, 11.428, 11.430, 11.432 ist so alles in der Nähe, das ist hier so dieser Widerstandsbereich vom Freitag. Das Tageshoch vom Montag wäre dann sozusagen das nächst tiefere Level. Die Value Area liegt bei 11.435, also das heißt, dass der Markt dort reinkommt. Interessantester Preisbereich für mich ist die 11.443, die jetzt das schon mal ausmacht, zwischen, dass wir etwas tiefer gehen und eher Richtung 11.428 gehen. Sollte denn noch ein weiterer Druck reinkommen, wäre das nächste Ziel auf der Unterseite, ich nehme mal hier Striche von weiter vorne, Richtung 11.415, das war gestern ein ganz guter Rücksetzerbereich und wenn der auch nicht halten sollte, dann noch das Tagestief bei 11.406. Also das wäre jetzt das im Sinne der
Range, wie gesagt, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass komplett der Markt wegdriftet auf der Unterseite. Bis jetzt wurde jegliche Abwärtsbewegung relativ fix gekauft. Man muss jetzt nur abschätzen können, wo sie gekauft wird. Und wie gesagt, tendenziell gehe ich auch davon aus, dass wir auf irgendwelchen Preisbereichen, solange kein Order am Markt ist, hin und her schwanken. Ja. Also das soweit mein Szenario. Die fiese Variante, noch 2a, die fiese Variante ist eigentlich immer auch eine beliebte Variante. Das heißt, es sieht aus wie im Szenario 1, man geht auf das neue Jahreshoch halt drauf, dann kommt der Markt ein Stück zurück. Man könnte der Meinung sein, dass der Markt jetzt nach oben durchgeht, 11.500 und the sky is the limit. Ja. Und dann aber kommt dann hier plötzlich nach einer Seitwärtsphase so ein ganz plötzlicher Absacker. Ähnliches haben wir gestern durchaus auch in den USA mal gesehen. Ich zeige euch den mal im kurzfristigen Chart, was ich damit meine. Dieser plötzliche Absacker, wenn er denn kommt, kann man hier in den USA ganz gut sehen. So, gehen wir mal auf den gestrigen Tag. So, das ist jetzt zwar kein neues Hoch, aber das sind diese Absacker, die ich da meine. Hier diese schnellen dann. Oder auch hier nach dem neuen Hoch. Ja, der Markt macht hier hoch, hoch, hoch. Und dann plötzlich am Abend dieses Padauts schön nach unten weg. Ja, also sowas, das mal vorgestellt, nur für die Vorstellungskraft. Dieses nach dem neuen Hoch, dieser seitwärts, 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 kommt nichts nach, kommt nichts nach, kommt nichts nach, eindecken, plumps, 70 Punkte runter. Im DAX wären es jetzt weniger, aber das wäre durchaus die Möglichkeit, wenn wir heute an einem Hoch stehen. Das ist die fiese Variante, die sieht so aus, wenn sie denn kommt. Ja. Gut, damit bin ich soweit durch für heute. Und Roman, wenn Fragen sind, ich bin bereit. Ja, Fragen auch, aber Montag haben wir noch gesagt, dass wir heute einige Märkte durchgehen, also ein paar Minütchen genau. Sollen wir auf jeden Fall dafür lassen. So, was wir hier haben, dem Dow fehlen nur noch circa 30 Punkte bis zu 20.000. Würde das dem DAX nicht etwas unterstützen? Fragen das kann den DAX durch... Ja, also das kann den DAX auf alle Fälle unterstützen, aber man sieht es ja auch im gestrigen Handel, der DAX kommt jetzt nicht mehr nach oben mit. Also da müssen wir mal gucken, ob das wirklich mit anziehend wirken kann. Durchaus möglich, ja. Aber das wäre durchaus selbst möglich, wenn der Dow die 20.000 sieht, dass der DAX nur bis zum Jahreshoch von gestern geht. Ich habe... Achso, den Ausblick, ich kopiere ihn gleich nochmal rein. Ich habe übrigens ja in weiser Vorbereitung natürlich auch die Märkte vorbereitet. Also wenn wir jetzt einfach pauschal... Dann legen wir los. Dann dürfen wir durch dann die Märkte. Dann legen wir los. Genau. Los. Okay, also Brent ganz normal heute auf die Rohöllagerbestände achten. Bis jetzt sauberes Pullback. Und hier schauen, wie die rauskommen. Die Sache ist die, dass man darauf achten sollte, vielleicht wenn im Euro es nach oben geht, also im Euro mal ein kleiner Short-Squeeze einsetzt, das heißt die Shorts eingedeckt werden, dann könnte das für das Öl unterstützen wirken, sodass das Öl vielleicht hier in Richtung 56,50 gehen kann. Euro-US-Dollar finde ich ganz interessant, habe ich hier mal im Stundenchart mitgebracht. Interessante Situation. Zum 19.12. Wir stehen im Euro-US-Dollar knapp vor dem Tageshoch von gestern bei 104,17. Hier darauf achten, wie verhält sich der Markt, wenn er das Tageshoch von gestern herausnehmen sollte. Also heute noch, der hat es ja einmal schon in der Früh um 4 rausgenommen oder um 3. Mal schauen, wenn er nochmal ein zweites Mal drüber geht, kommt es zu Short-Eindeckungen in dem Bereich 104,51, das wäre dann sozusagen das nächsthöhere Ziel. Oder sehen wir genau die fiese Variante halt auch hier, die ich auch für den DAX durchaus vermute. Das heißt, wir gehen kurz oben raus und dann nach unten weg. Siehe Vergleich 19.12. Also Tageshoch rausgenommen, kommt nichts nach, Padauts ab nach unten. Das sind so die fiesen Varianten. Das heißt, heute hier genau darauf achten, wie der Euro-Dollar sich verhält. Ansonsten unterhalb der 104 durchaus die Möglichkeit, dass es wieder erneut schortig bleibt.
und dann darauf achten, dass in Kombination mit dem Öl kann eventuell dazu führen, dass das Öl heute nicht, obwohl es eigentlich positive Nachrichten gibt, nicht so stark steigt. Gold als solches im Stundenchart ist in der Range angekommen. Das heißt, hier muss man überlegen, ob man eher antizyklisch tradet. Wir haben einen extrem interessanten Punkt innerhalb dieser Trading Range. Wenn man den jetzt einzeichnet, fällt er einem relativ gut ins Auge, nämlich hier dieser Preisbereich, wo wir gerade angekommen sind bei 1137 Dollar. Das ist einmal eine Unterstützung und bekanntlich werden ja Unterstützungen, nachdem sie gebrochen werden, im Idealfall zu Widerständen. Weshalb ist der Markt denn von dort aus nach unten wieder geht. Tendenziell muss man sagen, Gold hat als solches, ja, diese Angstwährung ist aktuell nicht, ja, wird nicht mehr gebraucht und deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass der Markt wirklich stark nach oben steigt. Selbst die Anschläge, die jetzt waren, die sonst früher zu stark steigenden Kursen geführt haben, haben gestern ja keine Rallye ausgelöst oder irgendwas. Also von daher ist dieses Thema erstmal durch im Gold und hier drauf schauen vielleicht, ob wir hier nochmal in Richtung der 1125 gehen oder 1129. Das wäre so der Preisbereich, den ich jetzt innerhalb der Range sehe. Unten in der Range, ich würde trotzdem nicht zu tief short gehen wollen und auf den Ausbruch spekulieren, wenn er kommt und man ist hoch genug short dabei, hat man ja immer die Chance oder die Option, auf weiterfallende Kurse zu setzen. Ja, das heißt, wenn ich mal als Beispiel hier oben irgendwo im oberen Drittel short bin, dann habe ich am Tief die Möglichkeit, entweder durchzuhandeln und wenn der Markt von diesem Tief aus wieder nach oben kommt, dann kann ich den Trade immer noch spätestens plus minus null wieder klatschen. Genau. So. Dow Jones als solches, wie gesagt, gestern auch, wir sehen es halt, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass gestern standen wir auch so knapp vor der 20.000 hier im 5-Minuten-Chart und sehen aber auch, wie in die Hochs hineinverkauft wird. Die 20.000 ist eigentlich nur eine Marke für die Nachrichten, mehr ist es nicht. Ja, ist nur eine Ausblick für die Nachrichten, dass man sagen kann, da stand jetzt eine 20 davor oder eine 2. Endlich hat der Markt eine 2 da vorne als erste Zahl. Mehr ist es aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass es wirklich die Marktteilnehmer interessiert. Ja, und es kann durchaus passieren, dass wir die 20.000 erstmal überhaupt nicht sehen. Wenn, ja, gibt zwei Möglichkeiten. Selbsterfüllende Prophezeiung, es passiert, wollt es alle sehen. Und dann genau das Gegenteil. Man mag es ja gar nicht glauben, aber es gibt ja auch die Argumentation, warum es alle sehen, deswegen passiert es nicht. Ja. Und von daher, wie gesagt, kann die 20.000 anziehend wirken, muss aber nicht. So, das waren so meine Märkte. Habe ich geschafft rechtzeitig? Hast du definitiv. Und genau, den Ausblick bitte noch kopieren, das hat uns noch gefehlt. Wir sind eigentlich soweit durch. Also 8:59 ist noch genug Zeit, um sich zu verabschieden. Insofern dein Schlusswort. Ja, ich wünsche euch einen guten Start in den heutigen Handelstag. Geht davon aus, dass wir keine schönen, sauberen, tollen Bewegungen im DAX aktuell sehen werden. Eventuell auf andere Märkte ausschwenken kann auch immer mal eine Option sein. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr gegen 10 Uhr wieder dabei seid und nochmal schaut, was ich heute eventuell bis dahin getradet habe bei Admiral Markets und vielleicht das auf das ein oder andere Skype-Trading-technische eingehen kann. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, viel Erfolg und viele Punkte. Tschüss, bitte. Ja. Vielen, vielen Dank an Heiko Behrendt. Und in 60 Minuten geht es weiter mit den Webinaren, wie gerade von Heiko angekündigt. Punkt 10, fünfmal die Woche. Ein anderer Trader ist am Start, heute Heiko. Die Anmeldelinks wie immer auf unserer Homepage, falls Sie noch nicht angemeldet sind. Wir würden uns über eine Teilnahme freuen. Alle Webinare von Admiral Markets sind wie immer kostenfrei. Wir würden uns zudem freuen, wenn wir Sie von unseren Konditionen überzeugen können. Schauen Sie mal auf unsere Webseite vorbei, kommen Sie auf uns zu. Wenn Sie zum Beispiel am DAX interessiert sind oder auch anderen Finanzwerten, gerne alle Fragen stellen. Wir versuchen natürlich auch alle sofort zu beantworten. Kurz zum DAX. Das Spread von 0,8 Punkten zwischen 8 und 22 Uhr, Nachthandel inklusive, da ist das Spread etwas anders, aber immer noch sehr gut konditioniert. Mini-Lots handelbar, wenn das von Interesse ist, also ab 0,1 CFD und natürlich alles super schnell ausgeführt, gesichert mit der Negative Balance Protection
Policy. Auf Ihren Bildschirmen haben Sie gleich die Kontaktmöglichkeiten, wie Sie uns kontaktieren können, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf alle Feedbacks, auch auf sozialen Netzwerken, Facebook und YouTube. Die heutige Session wurde aufgezeichnet, erscheint im Laufe des Tages, wie immer, auf unserem YouTube-Channel. In diesem Sinne, mein Name ist Roman Krotianski, wir verabschieden uns. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.